Derjenige, der offiziell derjenige war, der diese Demos angemeldet und maßgeblich organisiert hat und der immer so auftrat wie, ich bin Kaya aus der Kiste, ich bin euer Bürger von nebenan, ich habe gar keine Vergangenheit, aber jetzt habe ich Angst vor Krieg. Also Lars Meerholz erklärte im Mai 2014 einem Reporter von Voice of Russia, worum es ihnen geht. Also er wurde gefragt, worum geht es hier bei ihrer Friedenskundgebung. Sagt er, woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Und um was ist die Ursache von allem? Und frisch von YouTube geschult oder von den Reichsbürgern oder was auch immer, sagt er dann, wenn man das halt ein klein bisschen auseinanderklabüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die amerikanische Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass sie seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht. Auf der gleichen Seite war dann von ihm eine antisemitische Anti-Rothschild-Karikatur. Das heißt, die Aussage ist, die Juden sind selber schuld an ihrer Vernichtung. Anders kann man das nicht zusammenfassen. Ich mach's kurz. Wer mehr möchte, soll nachher nachfragen. Zweite Figur aus dem Umfeld von Elsässer ist der und einer dieser sozusagen Unterstützerszene dieser neuen Völkischen ist ein gewisser Andreas Abu Bakr Rieger, der jetzt im November beim Verlag des Magazins Kompakt aufgehört hat und jetzt ersetzt wurde durch eine ähnlich fragwürdige Figur. Der hat 1993 auf einer Veranstaltung zu Ehren des Khomeini von Köln, Kaplan, eine Rede gehalten und sagt darin, wie die Türken, so haben auch wir Deutschen oft schon in der Geschichte für eine gute Sache gekämpft. Obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich waren. Ken Jebsen ist der zentrale und sicher modernst auftretende ehemalige Rundfunkjournalist, zentrale YouTube-Ideologe der Szene, heiß beliebt, auch in linken Kreisen. Also es gibt eine ganze Menge Fans in der Linkspartei von Ken Jebsen, die den auch für einen Linken halten und glühend verteidigen. Er fragte einmal Angela Merkel, warum ist Folgendes antisemitisch? Nationalzionisten haben Israel okkupiert, wie Nazis 33 Deutschland okkupiert haben. Erstens ist das natürlich der durchsichtige Versuch, Nationalzionisten, die Abkürzung Nazi, nahezulegen. Und das Zweite ist, die Nazis sind wieder irgendwelche Marsmenschen, die von irgendwo herkamen und das arme, arme deutsche Opfer überfallen haben. 2011 schrieb Jebsen an einen Rundfunkhörer, ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat, der Neffe Freuds. Bernes. In seinem Buch Propaganda schrieb er, wie man solche Kampagnen durchführt. Goebbels hat das gelesen und umgesetzt. Hinter dem Phantom Angst vor Islamisierung, also bei Pegida etwa, und das, ich will einfach nur die Querverbindung zeigen, wie nah sich das ist. Und eine ganze Menge an Warnwichteln sind auch zu den Pegidas übergelaufen. Man geht ja immer zu dem erfolgversprechenderen Projekt. Es geht ja um das auch als Motiv. Sehr gut beobachtet hat Dennis Yücel von der Taz Mitte Dezember eine Pegida-Demonstration in Dresden. Im Gegensatz zu vielen anderen Berichterstattungen, die es dann nach ein paar Wochen auch gecheckt hatten, dass das wichtig werden könnte, hat er genau hingehört. Und ein Mann sagt, bei den Nazis war auch alles nicht so, wie es immer heißt. Wir Deutschen waren immer die Gearschten, beim Ersten Weltkrieg, beim Zweiten und heute wieder. Dieses Wir schließt selbstverständlich alle jüdischen, alle kommunistischen, sozialistischen, anarchistischen und antifaschistischen Deutschen aus dieser Volksgemeinschaft des Wir aus. Aber wenn nicht Hitler und nicht die Deutschen schuld waren am Krieg, wer denn dann? Darauf weist ein anderer Pegida-Mann oder vielleicht auch der gleiche, die Antwort. Es gab eine bestimmte Interessengruppe, die war damals mächtig und ist es heute auch. Du musst nur ein bisschen nachforschen, dann wirst du es selber herausfinden. Ich sag nur, jeder kennt sie. Jeder kennt sie, dann weiß schon jeder, was gemeint ist. Über die Juden muss man nur noch raunen. Warnwichtel Hasspost zu keiner Zeit in Auseinandersetzung
in den 70er, 80er oder 90er Jahren, nicht mal zu Zeiten der Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Hoyerswerda und Mölln habe ich derartig viel Hasspost bekommen. Wie dieses Jahr im Jahr und der Verteidigung der Warnwichtel. Das ist schon ziemlich auffällig. Es geht ihm ja, wie Sie immer schreiben, in Ihren ehrenwerten Texten um die Wahrheit und den Frieden. Aber die Sprache ist Krieg. Sie hassen Kritik. Kritik ist böse. Kritik ist destruktiv. Fetzen aus den Drogen. 88, du Nutte. Jüdin. Goebbels. Hitlerkind. Die Todesarten kann ich mir aussuchen. Ein Serben, warum es immer die armen Serben sein müssen. Ein Serbe, der mich für 150 Euro ermordet. Ein anderer, der mir durchs Knie ins Auge schießen will. Warum so umständlich? Christina Ehlen möchte gerne, die hat so eine friedfertige Wolfsseite im Netz, die möchte gern Verbrennung und Hinrichtung vor der Weltgemeinschaft. Helmut Schwarz möchte mich unter der Bedingung freien Abzugs in einem dunklen Raum erledigen. Simon möchte der Nutte Jutta den Schädel spalten und Tom Hansen mich einfach ganz praktisch bei lebendigem Leibe verbrennen. Was sie übrigens wahnsinnig macht, ist, das nur als kleine Empfehlung an euch, neben der Waffe der Kritik ist richtig guter Spott. Und ich habe dann irgendwann angefangen, diese Hassmails, manchmal ab und zu mal einen, auf meiner großen Facebook-Seite zu veröffentlichen, was für mich eine Form von Ventil war. Dieser Spott, was dann aber witzigerweise dazu geführt hat, dass diese Droher mir dann wütende Briefe schrieben, dass ich ihre Privatsphäre verletzt hätte und sie mich verklagen wollten. Das habe ich dann auch veröffentlicht. Zum Querfront-Projekt Friedenswinter. In Hamburg haben die Warnwichtel, als sie merkten, ihre Zeit geht langsam vorbei, die Kritik wird so stark, es gab eine ganze Menge Sachen, mit denen sie dann oft nicht mal bei ihren blödesten Anhängern noch durchkamen. In Hamburg haben die Warnwichtel in 2014 das Hamburger Forum für Völkerverständigung und Abrüstung gekapert und es gemeinsam mit Funktionären der Linkspartei geschafft, Teile der Hamburger Linken in ihr Querfrontprojekt Friedenswinter 2014-2015 zu holen. Das ist anderswo auch so. Es gibt ganz starke Kräfte, Leute auch mit Geld und Einfluss, die das befördern. Diese Friedenswinter-Demos werden von denjenigen Teilen der alten Friedensbewegung organisiert und beworben, die sich inzwischen mit der Montagsquerfront und einem Teil ihrer antisemitischen Ideologen verbündet haben. An vorderster Front, auch angeblich linke Funktionäre, die sich selber Marxisten nennen, der Linkspartei, wie etwa der Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm, Wolfgang Gerke, Christiane Reimann, André Hunko und so weiter. Dem zum Beispiel ist ein Überzeugungstäter. Ich meine, ich konnte ihn noch nie leiden. Der war in Frankfurt am Anfang seiner Multimillionärskarriere als Sänger unterwegs. Bub vom Bornheimer Hang und sang entsetzliche deutsche Lieder. Gab sich den Künstlernamen Lerin und wir alle nannten ihn Plerin. Und dann hat er Barock gegen rechts entdeckt, wie viel Geld man machen kann, wenn man Gruppen unter Exklusivvertrag nimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Dehm hat beim Ostermarsch 2009 den Antisemitismus neu definiert und hat gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass man den Begriff des Antisemitismus für alles und jeden inflationiert. Antisemitismus ist Massenmord und muss dem Massenmord vorbehalten bleiben. Er spricht damit natürlich die Mehrheit der Antisemiten vom Antisemitismus frei, zeigt sich anschlussfähig nach rechts. Und er war der erste Bundestagsabgeordnete, der ganz früh, nach 8, 9 Wochen, auf einer Bühne der Montagsquerfront in Berlin redete und so diese antisemitische völkische Szene in Teilen angeblich Linker, ich würde sie als nationale Linke bezeichnen oder Nationalbolschewisten, salonfähig machte. Bei der ersten großen Friedenswinter-Demo im Dezember in Berlin, das ist schon fast wieder vergessen und darf nicht vergessen werden, sind neben den Warnwichteln auch Linksparteimitglieder, DKPler und GEW-Leute mitgelaufen, obwohl die Vorstände von DKP und GEW in Berlin klare, wirklich auch zum Teil sehr gut formulierte Gegenbeschlüsse gefasst hatten. Neben ihnen, neben diesen sogenannten Linken, liefen Nazis, Rassisten, Propagandisten des rechten Kopfverlages in der ersten Reihe hinter dem Kopftransparent Dieter Dehm, Arm in Arm mit dem Antisemiten Lars Meerholz und Ken Jebsen, die beide Reden hielten. Interessant ist auch das Verhalten von anderen. Die Anzeigen zum Beispiel wurden mit herausgegeben von Sarah Wagenknecht.
die hinter einem komischen Nebel steht von, die wollen wir jetzt nicht kritisieren. Ist es nicht schön, dass auch eine junge Frau in Talkshows irgendwie den anderen mal Kontra gibt? Leute, zieht euch mal selbst an den Ohren, also die, die das noch glauben. Eine, die auftritt und uns erklären will, also uns West-Links-Radikalen erklären will, dass der Kapitalismus früher unter Erhard und vor 1990 geradezu ein Paradies war und die für diese Aussagen und die Wiederentdeckung der angeblich sozialen Marktwirtschaft, also des brutalen Kapitalismus in seiner Erscheinungsform vor 1990, die dafür dann zugrunde gelobt wird auf Veranstaltung von Peter Gauweiler und dem ehemaligen Herausgeber der FAZ. Und keiner schämt sich dafür, der sich, na egal. Also jedenfalls, die macht das. Aber die macht das wirklich sehr, sehr geschickt. Ganz fein und vornehm. Sie finanziert Anzeigen. Dann wird die Kritik immer größer, auch in großen bürgerlichen Medien. Zeit, oh, ganz dummes Signal, wenn die sagen, guck mal, was sich da für eine Demo vorbereitet. Was macht sie dann? Der Spiegel ruft bei ihr an und fragt, ob es denn stimmt, dass sie da reden will. Sie war als Rednerin angekündigt. Und dann erfährt der Spiegel vom Büro, die haben ja alle Büros, vom Büro Wagenknecht, dass Frau Wagenknecht leider kurzfristig wegen eines Termins absagen muss. Und geht aus der Deckung und bleibt aus der Kritik. Es ist unfassbar. Hat aber mit aufgerufen. Was die Strömung der völkischen Querfront bei allen Widersprüchen in sich überschneidenden Teilmengen eint, ist eine manchmal links maskierte Form des völkischen Denkens. Ihr Weltbild ist oft dichotom, schwarz-weiß. Weil EU und NATO kritisiert werden müssen, selbstverständlich, ist die russische Regierung dann plötzlich alles Gute. Aber antiautoritäre, emanzipatorische Linke haben nun mal alle Formen von autoritärem Staat, Imperialismus und Kriegstreiberei in der jeweils angemessenen Form zu kritisieren. Die politischen Interessen Russlands muss man dabei genauso kennen und nach Berechtigten und Nichtberechtigten unterscheiden können wie andere. Wie will man sonst politische Entwicklungen verstehen? Das sind doch Binsen. Jetzt die Hasspost habt ihr eben noch im Kopf von dem friedlichen Mahnwichteln, die sich über die Ermordungsarten nicht einigen können. Jetzt kommt die Hasspost, als ich in einem Interview kritisiert habe, speziell das Querfrontprojekt Friedenswinter. Das geht dann so, auf einer Facebook-Seite zum Beispiel namens Linksfraktion, auch anderen Orts, die sich selbst dekoriert mit Bildern von Marx, Luxemburg und Che Guevara. Es fehlt nur noch Sarah Wagenknecht. So, und die sagen, das mache ich aber jetzt ganz kurz, es geht ja nicht um Eitelkeit, es geht nur darum, dass ich euch dann zeigen kann, wie die ticken. Die sagen über mich ganz kurz, weil ich den Friedenswinter kritisiert habe, ich sei eine CIA-Linke mit lumpenproletarischer, protofaschistischer Gefolgschaft. Also überlegt euch gut, ob ihr nachher klatschen wollt. Einer schreibt, ich sei, das fand ich besonders entzückend, dekadenter, blaublütiger Abschaum. Susan, frech. Susan Bonat, Autorin der Jungen Welt, empört sich über mein Buch Entspannt die Barbarei. Das trifft sie, weil sie eine Vollesoterikerin ist und auch sonst einen an der Klatsche hat. Sie schreibt über mich, Psychogramm einer Seele, die ganz offensichtlich unter paranoiden Wahnvorstellungen leidet. Junge Welt auf höchstem Niveau. Rüdiger Heescher schreibt, ich sei eine Faschistin mit stalinistischen Methoden. Ich finde, er übertreibt etwas. Piet Wolfsen klärt mein Geheimnis auf. Sie, also ich, wurde ja zur Vorstellung des Buches, gemeint ist der Baron, die Juden in die Nazis, auch nach Israel eingeladen. Und das ergänzt Chris Sedelmeier mit Lügen, Jutta hat die Tel Aviver Lizenz zur Menschenvernichtung erhalten. Also das sind Leute, die sich Linke nennen und die um den Frieden in Europa und auf der Welt kämpfen. Die Montagswarnwichtel, die ständig und ungenau vom Frieden säuselt, hatten ja gemeinsames die jüdische Weltverschwörung, die an allen Krisen und Kriegen schuld gewesen sein soll. Die sind dann ziemlich verfallen. Wir treffen sie jetzt zum Teil wieder bei Pegida, Hogesa, Friedenswinter. Und diese neuen völkischen Bewegungen, die es jetzt gibt, die Lage ist ja etwas verwirrend und ich kann es auch nicht ganz klären, weil dazu die Zeit nicht reicht. Haben wie ihre historischen Vorgänger natürlich ideologische Differenzen. Wie naiv muss man sein, um aus dem Streit von Faschisten zu schließen, dass der eine der Streitenden bestimmt ein Antifaschist ist, weil er sich mit dem anderen streitet. Das sind
törichte Schlussfolgerung. Also es gibt sehr verschiedene Fraktionen und die streiten sich auch ganz heftig. Das macht keinen von ihnen besser. Es gibt Dumpfnationale, die aggressiv werden, wenn einer nicht käsehäutig und biodeutsch ist. Es gibt christliche Fundamentalisten. Es gibt Islamhasser, die oft das Hirn voll christlichen Fundamentalismus haben. Es gibt nationalkonservative Intellektuelle, Rechtsesoteriker. Der esoterische Anteil an der neuen völkischen Bewegung ist noch nicht ausreichend genug thematisiert. Nur kleiner Hinweis für Leute, die noch Projekte suchen. Verschwörungstheoretiker und Ethnopluralisten und nicht zuletzt Nationalbolschewisten, die sich allen Ernstes auf Marx und Lenin zu beziehen haupten. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer durchgeknallten, komplizierten Gemengelage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Jetzt komme ich zu der Lichtfigur des heutigen Abends, ein gewisser Jürgen Elsässer. Ja, insofern bist du das auch, Thomas, weil nämlich das Interessante ist, sich mit den alten Texten von Elsässer auseinanderzusetzen, ist interessant, weil man mit der Zeit merkt, wo er abschreibt. Und ich werde jetzt ein paar Zitate bringen, die viele nicht kennen, weil es ein Buch ist, was komplett vergriffen ist. Das heißt, das Buch heißt Antisemitismus, das alte Gesicht des neuen Deutschland von 1992. Wird, habe ich mir sagen lassen, sehr teuer gehandelt. Ich habe es in der alten Kiste der radikalen Linken in meinem Archiv gefunden und war froh, dass es mich nichts kostete. Elsässer ist der Autor dieses Buches über Antisemitismus. Da war er noch ein radikaler Linker, ein Antideutscher, wie immer er sich genannt haben mag. In diesem Buch gibt es ein Kapitel, das ist richtig flüssig argumentiert und teilweise gute Argumente. Und dann bedankt er sich aber so intensiv, wo er doch sonst ohne Nennung der Quelle immer gern abschreibt, bei einem Reinhard Karsten, dass ich mal annehme, der Rest des Buches fällt so ab, dass der vielleicht ein Co-Autor war. Andere Passagen sind abgeschrieben aus Texten von Adorno und schlecht verarbeitet aus Texten von Moishe Postone und aus Texten von Thomas Ebermann, deswegen bist du die Lichtgestalt, Thomas Ebermann und Rainer Trampert. Aber er nimmt das immer rein und daran, dass er es abschreibt, merkt man, dass er bestimmte Seitenzahlen nicht angibt. Also er zitiert Adorno, indem er ihn aus einem Text von jemand anders nimmt und das Original hat er nie gelesen. Ob es was geholfen hätte bei ihm, weiß ich auch nicht. Also der Elsässer, und versucht das mal als Vergleich für das, was ich anschließend kurz erzähle, schreibt 1992 die Nation. Augenblick. Die Nation ist eine kollektive Halluzination. Und die aggressivsten Nationalismen in Europa sind wesensmäßig und historisch mit dem Deutschen verbunden. Und, er schreibt, eine positive nationale Identität erfordert eine identifikationsfähige Vergangenheit, die es aber angesichts der Shoah nicht geben kann. Heute lobt er Hogeser und ruft auf zu Pegida. 1992 sagt er noch, er ist gegen jede Rassenvermischung. Also er kritisiert die, die das sind. Damals sagt er und wusste noch, jeder Antisemit ist Rassist. Das ist ein ziemlich interessantes Argument für meinen Prozess. Und der deutsche Rassismus ist mit antisemitischen Elementen aufgeladen. Und es gelte, dass harte Antisemiten und harte Rassisten praktisch deckungsgleich sind. Danke für das Argument, Jürgen Elsässer. Elsässer 1992 sagt auch, mit der Figur des Wirtschaftsflüchtlings schließlich haben die Politiker einen historischen Wiedergänger des reichen Geldjuden geschaffen. Ich muss diesen ganzen Scheiß jetzt für den Prozess lesen. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, Bücher von Elsässer zu lesen? 5 Jahrgänge Kompaktzeitschrift, den ganzen Müll, irrsinnige Fluten von Blogseiten. Okay, ihr wisst, ja. Ja, danke, genau. Also, mit der Figur des Wirtschaftsflüchtlings schließlich haben die Politiker einen historischen Wiedergänger des reichen Geldjuden geschaffen, sagt der Elsässer von 92, so würden Flüchtlinge zu Ersatzjuden. Damals kritisiert er rassistische Aussagen wie, wir sollten streng darauf achten, dass wir das Deutschtum reinhalten und Völkervermischung unterbinden. Das kritisiert er, das geißelt er 92. Heute bekennt er sich selbst zur Reinhaltung der Rassen und sagt, Vermischen ist tödlich. Zum Antisemitismus sagt er 92, es sei nationalistisch deformierter Antikapitalismus, der sich im Antisemitismus ausdrückt. Die Neonazis hätten die kapitalistischen Übel im Feindbild des Juden biologisiert.
Der Antisemitismus, der an einer verkürzten Kapitalismuskritik anknüpfe, unterscheide, das erklärt er damals den Lesern, zwischen raffenden, umschaffenden Kapital, das eine seien die jüdischen Wucherer und Händler, das andere die arischen Handwerker und Fabrikanten. 1992 bezog er sich, wie gesagt, auf alle möglichen klugen Autoren und sagt, zustimmt in dem Fall Moishe Postone, die den Juden antisemitisch zugeschriebene Macht wird nicht nur als größer, sondern auch im Unterschied zur rassistischen Vorstellung über die potenzielle Macht der Untermenschen als wirklich angesehen. Die Juden stehen für eine ungeheuer machtvolle, unfassbare internationale Verschwörung. Damals kritisiert Elsässer jene antisemitischen Wahnvorstellungen noch, etwa unfassbare Verschwörungen ballen sich zusammen, Deutschland ist von mächtigen Feinden umstellt, ja, der kann der Jude nicht weit sein. Darüber macht er sich lustig, heute schreibt er Ähnliches. Er schreibt damals, 1992, nach der Kriegsniederlage von 1945, und jetzt beginnt er allmählich sich selbst im Jahr 2014 zu erklären, nach der Kriegsniederlage 1945 wurde Israel-Kritik zum probaten Ausweg für die Antisemiten, ihre Weltanschauung zu chiffrieren und so weiter zu vertreten. Das heißt, er weiß genau, was er heute tut. Er schreibt damals, der Antisemitismus habe sich einer Formveränderung unterzogen und wurde jetzt, 1992, zu einer völkischen Bewegung, die ein krudes Sammelsurium von mittelstandsfreundlichen, sozialdemagogischen und antinationalistischen Parolen umfasst. Und er sagte 1992, dass praktisch die Arbeitseinweisung an den Elsässer seit spätestens dem Jahr 2009, Antisemitismus bringt Wählerstimmen. Er lernte also aus dem, was er kritisierte, genauso zu werden wie die von ihm Kritisierten. Alles andere ist mir ja gegenwärtig verboten zu sagen. Bevor ich zu ihm komme, nur noch eine kleine Anmerkung. Wie bin ich überhaupt auf diesen Knilch, der mich nicht interessiert und den ich damals auch in der radikalen Linken, in der Thomas, ich, Reinhard Rampert, Hermann Gremlitzer, noch ein paar andere waren und die dann immer größer wurde. Es gibt ja auch Zusammenhänge, linke Zusammenhänge, wo man jemanden einfach nicht leiden kann, weil er einen defizitären Charakter hat. Ich sag's mal höflich. Oder weil er ein Frauenfeind ist. Also auf Deutsch, ich fand ihn immer ziemlich unsympathisch. Und deswegen habe ich erst wieder angefangen, ihn wahrzunehmen, als er mit seiner Volksinitiative gegen das Finanzkapital kam, 2009, und habe dann ab und zu mal was gesammelt. Deswegen war ich mir in meiner Einschätzung sehr sicher, dass ich die belegen können würde. Dann war Folgendes für mein Buch Der Baron, die Juden und die Nazis, habe ich hinten eine Passage drin, wie ich zufällig in der Auseinandersetzung mit dem deutschen Adel und ihrem spezifischen Judenhass und ihrem Blutreinheitswahn zufällig stoße auf, ihr kennt ihn alle, Karl-Heinz Hoffmann, Ex-Chef der Wehrsportgruppe Hoffmann. Also ich recherchiere über Nazi Hoffmann und stoße auf Jürgen Elsässer. Warum? Weil Jürgen Elsässer einen Film mit Nazi Hoffmann macht und einem Schweizer Verschwörungstheoretiker namens Daniel Ganser eine Sendung, einen Film, den er dann bei einer öffentlichen Veranstaltung in Berlin präsentiert hat, auf der sich Nazi Hoffmann, also in diesem Film, rechtfertigen kann dafür, dass er es mit dem Oktoberfest-Attentat gar nicht indirekt oder direkt gewesen sein kann und er lenkt die Spur auf irgendwelche anderen mysteriösen Dinge und wird verschwörungstheoretisch. Das war der Moment, in dem ich dachte, ich muss da mal gucken, was der alte Genosse Elsässer inzwischen alles noch so macht, wenn er jetzt schon Filme mit sozusagen dem bekanntesten Faschisten in diesem Land überhaupt macht. Und dann stieß ich darauf, dass er seine Anhänger in den sozialen Netzwerken stimulierte, das war Februar, März 2014, stimulierte, also lange bevor Lars Mehrholz aus der Kiste hüpfte, dass er sagte, wir müssen zurück zu, wir sind das Volk. Wir müssen Ukraine, also Krieg und Auseinandersetzung Ukraine-Russland zum Anlass nehmen, Montagsdemos zu unterwandern. Wir brauchen diesen Montag wegen der Erinnerung an die Leipziger Demos, die dann zur sogenannten Wiedervereinigung geführt haben und so weiter. Also ganz zielgerichtete Propagandavorschläge, welche Demos man übernehmen, welche Themen man angreifen könnte. Ich dachte, das ist interessant. Und so kam ich auf die Warnwichtel und so fing die ganze Scheiße an. So, also fragt man heute einen modernen Antisemiten, ob er Juden hasst, sagt er meistens nein. Moderne Antisemiten verwenden Begriffe wie internationale oder angloamerikanische Finanzoligarchie, wie Zionisten oder wie amerikanische Ostküste als Synonyme oder Codes für die Juden. Es sind antisemitische
Stereotype, die sich sprachlich modernisieren und verändern. Wenn man nur noch andeuten braucht, braucht man ja nicht in strafrechtliche Gefahrenbereiche zu kommen. Also hat man das gelernt, sich so über das Raunen zu verständigen. Nachweislich, das habe ich ja gezeigt, kennt er die antisemitischen Chiffres alles. Er hat sie ja bei anderen über Jahre, ich habe viele Beispiele gar nicht genannt, selber kritisiert. In seiner Rede auf der sogenannten Friedensdemo der Mahnwachen am 21. April 2014 übernahm Elsässer das törichte Occupy-Klischee, sehr verbreitet auch in naiveren Teilen der Linken, von den 1:99%. Elsässer sagte, 1% der internationalen Finanzoligarchie erwürge und erdrossle die anderen 99%, darunter Arbeiter, Arbeitslose, Elende, also die ganzen Armen kommen zuerst, damit es gut klingt, und auch viele Unternehmen und Firmen in ihrer Zinsschlinge. Und wem, sagte er, internationale Finanzoligarchie zu abstrakt sei. Der Rauner weiß ja nicht immer, ob er nun mit dem Raunen verstanden worden ist. Manchmal muss er ein bisschen nachhelfen. Dem nannte er Namen. Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Ne? Merkt ihr auch. Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve Bank, da ist sie wieder, benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? 4 der genannten haben möglicherweise jüdische Vorfahren, interessiert mich auch nicht. 2 Namen, also die Saudis und das britische Königshaus, dienten natürlich nur als Dekoration. Und niemals werden genannt Legionen von christlichen Ausbeutern. Da ist die Religionszugehörigkeit auch völlig egal. Aber zentral ist, dass dieser törichte Slogan von Wir sind 99% ja unterstellt,